Hätte man einen Wunsch frei und dieser wäre ein Zirkus, vermutlich käme der Cirque Buffon ziemlich nah dran. Ein Zirkus wie einem Traum von längst vergangenen Tagen, einer idealen Welt entschlüpft, zauberhafter wohl, als es ihn in Realität je gab. Das Ensemble der Show Bohemia bringt fast 10 Nationalitäten zusammen. Am Banjo Ezra aus Seattle. Was mich gerade etwas nervös macht, ist, wir haben ein neues Zelt mit neuer Technik. Die Instrumente klingen anders, das Licht ist anders. Das ist schon etwas nervenaufreibend. Drei Jahre hat er am École Nationale de Cirque im kanadischen Montreal studiert. Ebenso wie dieser Schweizer. Clown Antonin. J'étais passionné par le clown, la comédie. Meine Leidenschaft galt immer schon den Clowns und der Comedy. Dann habe ich immer schon viel Kunstturnen gemacht. Mit dem Zirkus habe ich angefangen, da war ich 19 Jahre alt und seitdem bin ich in diese Welt verliebt. Après, je suis tombé en amour avec ça. Voilà. Gar nicht abgehoben, sondern hochmodern in Tradition des weltberühmten Cirque du Soleil ist die Show Bohemia, ein Gesamtkunstwerk. C'est passionnant, quoi. Es ist eine Leidenschaft. Ich werde wieder zum Kind, wenn ich zum Clown werde. Vielleicht auch ein bisschen das Peter-Pan-Syndrom, aber ich habe Spaß. Das ganze Programm, die Artisten, ich finde es hinreißend. Bin begeistert. Die Musik finde ich ganz toll. Ist eine andere Welt, ja. Ja, ganz sauber. In diese zauberhafte andere Welt verreisen, lässt sich mit dem Cirque Buffon in den kommenden 4 Wochen noch von der kleinen Moorweide am Dammtor aus.